Die zweite Session startete brillant, Vijaya Unnu begann mit einer 121:4-6, Higgins konterte mit einer 81. Punkt, 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 Punkt. Im 12. Frame war es dann der Thailänder, der die Chance zu einer 147 hatte. Punkt, 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 Punkt. Er verschoss aber nach 112 Punkten die letzte rote. Hin und her ging es in der Folgezeit. Higgins hatte seine erste Siegchance im 16. Punkt, 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 Punkt. Frame, doch er vergab sie, als er sich verstellte und blau nicht mehr lochen konnte. Punkt, 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 Punkt. Unnu verkürzte mit blau und pink auf 7:9. Den nächsten Durchgang dominierte dann aber der Schotte und machte mit Breaks von 54 und 30 Punkten den Sieg perfekt. Punkt, 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 Punkt. Video, Wackelin spielt groß auf höchstes Karrierebreak im Crucible, gescheitert ist dagegen Neil Robertson. Punkt, 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 Punkt. Er unterlag Robert Milkins, der anschließend den Tränen nahe war, mit 5:10. Punkt, 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 Punkt. Er habe Probleme mit der Pomeranze gehabt, erklärte der Australier seine vielen Fehler anschließend im Interview mit der BBC. Punkt, 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 Punkt. Er scheiterte aber auch an einem in den entscheidenden Momenten stark spielenden Milkins. Punkt, 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 Punkt. 6:3 hatte der Engländer nach der ersten Session geführt, doch Robertson holte sich die ersten beiden Frames der zweiten Session, den ersten sogar auf Schwarz. Punkt, 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 Punkt. Milkins aber gewann dann die nächsten beiden Frames. Punkt, 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 Punkt. Mussten beide bis dahin kämpfen, so drehte Milkins danach auf und stürmte mit dem für ihn so typischen aggressiven und lochsicheren Spiel zum Sieg. Punkt, 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 Punkt. Williams dreht rechtzeitig auf, im Achtelfinale trifft Milkins auf Mark Williams. Punkt, 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 Punkt. Der musste in seiner zweiten Session länger arbeiten als gedacht, ehe er mit 10:5 gegen Jimmy Robertson das Achtelfinale erreicht hatte. Punkt, 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 Punkt. Der Waliser hatte nach der ersten Session mit 7:2 geführt, fand am Mittwoch aber zunächst gar nicht ins Spiel. So verkürzte Robertson auf 4:7. Punkt, 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 Punkt. Dann aber drehte Williams oft nach Breaks von 140 Punkten, kurzfristig das höchste Break bei dieser WM, und 100 Zählern war er bis auf einen Frame an den Sieg herangekommen. Punkt, 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 Punkt. Nach der Pause verkürzte Robertson zwar noch einmal, doch im 15. Frame schaffte der zweimalige Weltmeister es in die nächste Runde. Punkt, 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 Punkt. Ja Trump führt nach der ersten Session gegen Chris Wackelin mit 6:3. Punkt, 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 Punkt.
Trump hatte gegen den WM-Debütanten die ersten drei Frames gewonnen, ehe Wackerlin mit einer 95 ein erstes Ausrufezeichen setzte. Punkt, 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 Punkt. Im nächsten Frame spielte er sogar eine 141, das zu diesem Zeitpunkt höchste WM-Break. Punkt, 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 Punkt. Nachdem sie sich die nächsten beiden Frames geteilt hatten, sorgte Trump dann aber mit Breaks von 72 und 51 Punkten für seinen Vorsprung von 3 Frames. Punkt, 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 Punkt. Mit 6:3 führt auch Ryan Day gegen Anthony McGill. Punkt, 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 Punkt. Die erste Session beendete Day mit einer 145 und überbot damit das Break von Wackerlin. Dabei hatte Day schon im zweiten Frame ebenfalls eine 141 gespielt. Punkt, 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 Punkt. Einige der Frames waren sehr umkämpft und wurden erst auf die Farben entschieden, aber am Ende führt der Akteur mit dem sichereren Breakbuilding. Punkt, 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 Punkt. Video Zauberstoß über Bande und quer über den Tisch eingelocht. Punkt, 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 Punkt.